Damit stehen unsere Helden oben in der Offizierskabine. Ahmad hat sich gerade einmal verabschiedet, um nach Eldan Gorbas zu sehen, mit dem er noch einige Kleinigkeiten klären will, da er sowieso dieses Schiff nicht verlässt, während die anderen vielleicht den Hafen stürmen oder auch nicht. Wie geht es nun weiter? Also, Karin, ihr beide wollt das wirklich tun? Ja. Nun, besser als eine Alternative. Und, naja, ihr könnt den höchstens die Rotze anbieten, die wir auf dem Schiff verladen haben. Mehr Wertgegenstände haben wir nicht. Das muss ausreichen. Gut. Jasper, also Jasper, wo seid ihr? Ach, da drüben. Ja, Herr Kapitän, wie kann ich euch helfen? Ich hatte euch wegen so einem. Ihr hattet das Artefakt genannt, gefragt. Könnt ihr so etwas machen? Auf was für einen Gegenstand soll ich den Spruch eurer Wahl wirken? Auf irgendeinen. Irgendjemand, irgendwas, das nicht so leicht verloren geht. Ich meine, Okay, dass diesen Karinor. Kerzenständer hier. Vielleicht auch etwas Unauffälliges. Karinor, ihr habt doch bestimmt einen Siegelring oder so als Alanfana. Ich erwarte doch bitte relativ präzise Anweisungen von euch, Herr Kapitän. Ich fragte euch gerade erstmal nur, ob ihr das könnt. Ich kann es. Einen Ihr könnt einfachen es. roten Flimflam, ja? Soll Wie er weit kann grün man den sein, sehen? Wie blau? weit kann man den sehen? So weit, wie es sein muss. Gut. Je nachdem, welche Höhe er steigt, sagen wir einfach mal, naja, vielleicht 10 Meilen. In der Dunkelheit. Wenn ich euch richtig Karinor. verstanden habe. Ja, Karinor, ihr habt einen Ring oder sowas? Nur mein Siegerring werde ich sicherlich nicht mitnehmen, aber ja, ich habe einen Ring. Gut, dann tut es damit. Legt euren Zauber auf den Ring, den Keras euch jetzt gibt. Damit er uns verständigen kann, falls die Sache in Buran schief geht. Gebt ihr mir den Ring? Natürlich, hier, bitteschön. Es wird einige Zeit dauern, sagen wir einfach. Ihr bekommt ihn in 2 Stunden wieder. Natürlich, wir werden sowieso ein wenig noch für die Vorbereitung der Safranfassbrauch Feuer-Djinn Zeit brauchen. Nun, das könnte interessant werden. Macht mir keine Schande und lasst euch nicht umbringen. Ich denke, eine einfache Geschichte wird schon viel beitragen. Soll ich euch Ogdan mitgeben? Ogdan? Ogdan. Nun, Noch auf ein jeden Fall Meridianer? möchte ich. Jeden Fall brauche ich genügend Seeleute, um das Schiff zu steuern. Nun, die sollt ihr haben. Und Ogdan, nun, wenn er uns begleiten möchte, soll er es tun. Doch ich denke nicht, dass wir ihn benötigen werden. Wir werden einfach schlichtweg die Wahrheit sagen. Ein neues Schiff in unserer Flotte. Wir kommen aus Helmport, operieren von dort und sind in dem Geschäft, Handelsschiffe zu überfallen. Und wir brauchen etwas, um eine Seeschlange zu besänftigen. Nun gut, nun gut. Denn was würde unseren Herren und Meistern besser gefallen als eine Seeschlange, die ein Schiff zieht? Ausgezeichnet. Damit wird die Voyager, ja, beladen mit dem, was ihr mitnehmen möchtet. Ihr wollt die mittlere Rotze mitnehmen, ja? Die ist ja schon fertig eingepackt und auf dem Schiff verladen. Gut. Was nehmen Abel, Mir und Kiaras mit? Ich. Natürlich. Heiltränke, Waffenbalsam. Wie Ich ziehe viele mich Heiltränke? um. Ich nehme zwei. Ich auch. Qualität Und ein D? Zau Ja. Und ein Zaubertrank, wenn es Haben wir gibt. nicht. Haben wir nicht. Leider. Ne, ich habe extra eine Ausrüstung, eine Kleidung, um wie ein Pirat auszusehen. Gibt es nicht vom ehemaligen Borgmagus ein Gewand? Ist eine gute Idee, kannst du bekommen. Ist das Zeichen denn? von Agrimot darauf. Nee, dann doch nicht. Vielleicht solltet ihr euch als normaler Mann tarnen und nicht als Magier. Mit einem Stab, gut, den Stab könnte ich tarnen als Seil um die Krieg-Stock. Hüfte. Oh, so etwas geht.
Viel besser. Dann will ich mir ein einfaches Gewand einziehen. Also Siegelmitglied. Du gehst nicht als Magier, sondern du gehst als Typ mit Seil um den Bauch. Genau, und ein Säbelgänger, ein Säbel drin. Wie sieht's aus mit deinem Gildensiegel? Ist an deiner Hand, ja? Ja, das muss ich ja nicht vorzeigen. Wenn ich die Hand in der Hose habe. Oder ein Handschuh. Oder ein Handschuh, noch besser. Ja, am besten zwei Handschuhe, sonst fragt man dich, warum du gerade eine rechte Hand an hast. Ja. Dann zwei Handschuhe. Eine Augenbinde, ein wenig Dreck im Gesicht, das hilft schon weiter. Wie ist deine Prinzipientreue definiert? Prinzipientreue gegenüber Rechtschaffenheit und Schutz der Guten. Unbedingte Wahrheitsliebe. Ja. Aufrichtigkeit. Treue zu den 12 Göttern ihrer Diener. Gut, das heißt, der Codex Albyricus ist dir, erlaubt es dir zumindest jetzt, dass du verborgen umherläufst. Das war jetzt die Frage. Der Codex sagt jetzt nämlich, genau, also wenn deine Prinzipientreue den Codex einfasst, was ja bei Weißmagiern oft der Fall ist, dann darfst du dich nicht tarnen. Du musst offen als Magier zu erkennen sein. Aber er hat nicht in seiner Prinzipientreue stand nicht drin. Das war jetzt die Frage, genau, deswegen darf er es. Dann müssen wir einfach nur darauf achten, dass du keine Lügen verbreitest. Genau. Lasst mich einfach reden und ihr lügt doch überhaupt nicht. Ihr verbreitet euch doch nicht vor irgendwelchen Praios-Geweihten. Das letzte Mal, als ich gelogen habe, hat es mir 3 Tage lang quer im Magen gelegen. Wir lügen nicht. Wir erzählen nur die Wahrheit und führen den Feind ein wenig in Ehre. Ich überlasse euch das Reden am besten. Ja, in Ordnung. Dafür ist Karino schließlich hier. Und gut, wie gesagt, macht mir da draußen keine Schande. Und wenn es Ärger gibt, signalisiert uns. Das ist die Absicht. Schon von weitem sieht man die trutzige Aretiniden-Zitadelle, die sich auf einer steilen Klippe über das Perlenmeer erhebt und über deren Zinnen die Banner mit den gekreuzten Schwertern im Wind flattern. Mit einem wenig mulmigen Gefühl könnt ihr dann an der Hafenbastion vorbeifahren, könnt noch einmal die gigantischen Kriegsschiffe erkennen, die hier vor Anker liegen. Dieses Mal ist keine Dämonenarche dabei, das wurde euch ja schon von der Hexe verraten. In das Hafenbecken ergießt sich ein träger fließender Fluss zu beiden Seiten des Ufers. Ohne erkennbaren Sinn könnt ihr hier einige Brücken, Stege erkennen, die von den verbundenen Turmbauten in alle Richtungen zeigen. Eine Ahnung des ohrenbetäubenden Lärmes der Gassen herrscht hier vor und das Geplapper der Maraskaner dringt zu euch, als ihr in Richtung des Freihafens mit eurem Schifffahrt der Voyagen, deren nun ja Korkenanbau noch nicht ganz angesetzt worden ist. Die ersten Verbesserungen von eurem Zimmermann wurden zwar schon getätigt, aber er hat den Oberbau der Achtertrotz hat er wieder abgenommen, da das noch nicht ganz fertig ist. Auch über ein zweites Segel hat er nachgedacht. Und ja, während ihr jetzt hier gerade am Hafen anlegt, könnt ihr schon sehen, wie ein Mann in Admiralsuniform auf euch zugeht. Zumindest ist er sehr edel gewandet und kommt dann den Steg zu euch hinauf. Er wartet so ein bisschen darauf, dass ihr dann vom Schiff hinuntertretet. Er wartet so etwa auf Hälfte des Steges sehr höflich, dass ihr dann euch die Zeit genommen habt. Ja, ich gehe natürlich zuerst vom Schiff und gehe auf ihn zu. Völlig selbstsicher. Auch wenn ich jetzt aussehe wie ein verdreckter Pirat. Grüß dich Gott. Mein Name ist Gerich Achsenbrecher. Schön, dass ich euch hier sehen kann. Wo kommt ihr her? Gutes Wetter draußen. Ja, danke für den Empfang. Doflaminio, mein Name. Wir sind über die ganze Insel gefahren. Aus Helmport kommen wir. Aus Helmport. Schick. Ah, die ganze weite Wege, einmal um die Insel herum. Wahrscheinlich die Nordroute, ja? Um Jägern, Tutsack? Ja, selbstverständlich. Ja, gut.
Und was verschlägt euch hierher? Wir wollen einkaufen. Wir haben Handelswaren mit. Ah, sehr gut, sehr gut. Dann, wie gesagt, habt ihr Papiere? Papiere? Tutsak, Jagan, Helmenport, etwas von der Admiralität? Alles verloren gegangen im Sturm. Schaut euch unser Schiff an. Ah. Eine Schande. Ich sehe es, ich sehe es. Und jetzt erwartet ihr, dass ihr Handelswaren hier für Helmenport kauft, ja? Ei. Gut, gut, dann. Die Liegegebühren gelten natürlich auch für Händler. Ja. Das heißt, wir haben hier eine kleine Taluke. Ah. Oh, sagen wir 5 Dukaten pro Tag, ja? Trag euch auf die Liste ein. Wie ist der Name des Schiffes? 5 Dukaten. Gut. Die Feuerjin. Die Feuerjin, das trage ich hier so ein. Dann willkommen in. Willkommen in Boran. Ah, danke, danke. Ja, kommt er weiter auf das Schiff zu. Einige Kamordgardisten, die wohl ihn begleiten, nachdem er sie dann an den Steg herangewunken hat, um das Schiff zu inspizieren, während ihr, Kiaras und auch Abel mir von Bord gehen könnt. Ich folge Kiaras 2 Schritte hinter ihm. Ja, ich würde natürlich gerne... Ja, wenn er das Schiff inspizieren soll, ich zeige ihm alles. Wir haben nichts an Bord, was irgendwie geschmuggelt wäre. Das Einzige, was an Bord ist, ist die Waffe, die wir handeln wollen. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Afaxer Prägung, ja? Die ist zu viel in eurem Helmeport, ja? Ja. Ja, der Boss. Ah, er will... andere Waffen. Der Boss, was heißt denn der Boss? Ja, mein Kapitän. Wer ist denn der aktuelle Admiral in Helmenport? Exenmus. Exenmus. Also gut, wir können euch dafür, je nach Zustand, sagen wir 1200 Dukaten geben. Batzen. Wir wollen gerne tauschen. 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 Das lässt sich sicherlich einrichten, ne? Ja, wir haben gehört, wie gut die Gifte aus eurer Stadt sind. Das kriegt ihr sowas in Helmenport nicht. Da ist doch der Weg nach Tutsak oder nach Jägern sicherlich sehr viel kleiner. Na, nicht so gut. Das ist erstaunlich, aber nun, ich zweifle die Wege eurer Admiralität nicht an, ja? Na, ich kriege Befehle, ich führe Befehle aus. Also gut, was für Gifte sonst denn sein? Kommt doch einmal mit. Na, natürlich. Dann führt euch Gerech Achsenbrecher, wie er heißt, wie er sich vorgestellt hat, von dem Freihafen in Richtung Süden und dann biegt ihr nach einiger Zeit in Richtung Osten ab. Zum Kriegshafen. Aus dem ihr so ohne, nun ja, Genehmigung nicht rein und auch nicht rauskommt. Das Tor der Kamordgardiste, der Kamordgarde öffnet sich und ihr werdet dann in eine kleine Garnison geführt. Ein paar Schreibtische, die dann zur Verfügung gestellt werden. Er setzt sich dann vor euch an einen Schreibtisch und bietet euch ebenso 2 Stühle an, die dann davor stehen. Ihr sitzt in einem kleinen Büro, wie es eben auch im Mittelreich der Fall sein könnte, auch wenn die Luft hier etwas feuchter ist und das Schreien der Affen aus dem Dschungel hervordringt, die Sonne dann unbarmherzig auf dieses Palmendach hinuntersticht. Ja, ziemlich kühl hier. Also gut, dann was für Gifte hattet ihr gedacht? Wir wollten Traumwind-Elixier haben. Traumwind? Also gut. Ja. Also gut.
Es ist natürlich eine Spezialität, die uns hier hergestellt wird von den Recherinnen von Lycosa, ja. Ah, deswegen sind wir hier. An wie viele Portionen hattet ihr gedacht? Wie gesagt, ich kann euch 1200 Batzen für die Kanone geben. Ich streich so durch meinen Bart. 25. 25? 25 Portionen, ja? Ei. Nun ja, die Handelssituation, die sich uns hier offenbarte, wir handeln etwa eine Portion für, sagen wir, 90 Dukaten, da ihr nun ja eure Papiere verloren habt und ihr keine offensichtlichen, nun ja, hättet ihr euren Brief nicht verloren, dann hätten wir unter Preis handeln können, aber so müssen wir 90 Dukaten pro Portion nehmen und wenn ihr sagt 25, dann wären das, ja, holt so ein kleines Schiebebrettchen heraus, verschiebt ein paar Murmeln und Perlen auf einer Schnur. Sagen wir 1250 Batzen. Das ist eure Rotze nicht wert, auch wenn sie Hafax zur Prägung hat. Ja, aber das ist eine wundervolle Waffe. Na, garantiert versenkt ihr das Schiff. Wir haben es getestet. So eine gute Waffe werdet ihr weit lange nicht mehr treffen. Und nun, unter Freunden. Natürlich bin ich bereit, entgegenzukommen. Aber ich denke, wir werden einen Preis finden, der uns beiden gefällt, oder nicht? Ja, sicher schon, aber wir wissen beide, dass diese Rotze die Qualität hat, die der Eisengießer vorgesehen hat. Ja, eine mittlere Rotze. Sagen wir, zu dem Preis kann ich euch nicht 25, sondern 13 geben. Sagen wir 14, weil ich euch mag. 14. Ob Axelmus damit zufrieden sein wird? Ah, sicher schon, sicher schon. Ich meine, nun, das Problem ist, dass ihr in dem Sturm eure Papiere verloren habt, sonst hättet ihr sicherlich sehr viel mehr bekommen können. Das könnt ihr eurem Axelmus sicherlich ausrichten, dass ihr dann 20 Portionen bekommen hättet. Er sagt ihm, dass er euch nächstes Mal mit ein paar mehr Kanonen losschicken soll, ja? Ja, natürlich, aber sicher schon. Ich werde mich noch einmal losschicken. Ich vermute, ihr werdet... Kommt mir noch ein wenig entgegen. 20. Das kann ich sicherlich nicht machen. Hättet ihr eure Papiere dabei, dann könnte ich euch 20 Portionen geben, aber so muss ich euch den Preis für einen jeden Dukaten, einen jeden Piraten abknüpfen. Das tut mir leid. Ja, ich verstehe. Doch nun, wenn ihr mir vielleicht einen besseren Preis gebt, bin ich sicher, wir werden mehr Kanonen noch liefern. Ihr verschwendet hier meine Zeit, ja? Aber nein. Nun. Oder seid ihr etwa nicht gewillt, ein wenig zu handeln? Du kannst hören, wie die Tür, die noch leicht offen steht, hinter dir einmal aufgeschoben wird. Und dann klopft es an der Tür, beziehungsweise während sie aufgemacht wird, könnt ihr schon die schweren Stiefel hören. Eine Person in mit Halbglatze tritt in den Raum hinein, so um die 50 Jahre eventuell. Achsenbrecher, Manning will ich sehen. Auf geht's. Sicher schon, da müsst ihr mir verzeihen, meine Herren. Ich kann euch jetzt und hier die 13, sagen wir 14 Portionen geben, aber wenn der große Manning nach mir verlangt, dann muss ich jetzt aufbrechen. Das ist zu schade. Können wir nicht 15 machen und abgemacht. Schick die Piraten weg, Mann. Sicherlich, sicherlich, sehr geehrter von Romilis. Ich bin auf dem Weg. Also, 13 Portionen und wenn ihr mir hier eine Unterschrift gebt, dann werden sie euch ausgehändigt. Ansonsten muss ich euch leider zum Teufel schicken. Sagt ihr denn nicht gerade 14? Mittlerweile sind es 13 geworden. Achsenbrecher, Manning wartet. Und Laris von Romulus dreht sich um. Ihr könnt auch sehen, wie sich jetzt Achsenbrecher erhebt. Euch einmal den Vertrag rüberschickt, eine Zahl durchschreicht und 12 hinschreibt. Setzt noch einmal sein Siegel dazwischen und geht dann aus dem Büro. Na gut, ich unterschreibe. Perfekt. Dann verfügt ihr jetzt über einen Betrag und
Das heißt, jetzt verfügt ihr über eine Liste. Kommt für eine mittlere Rotze 12 Einheiten von Traumwindelixier der Qualität D. Gar nicht so gut. Ja, das Büro ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen verlassen. Auf den Gängen laufen ein paar Kamordgardisten umher, die dann Seeoffiziersuniform oder so etwas tragen, die also hier in dieses Gebäude hineingehören und ja, ihr seid alleine in diesem Raum. Haben wir gesehen, wo das gelagert wird? Bisher noch nicht. Also bringen sie es uns. Du hast jetzt diesen Vertrag unterschrieben und du weißt jetzt nicht, was du damit machen sollst. Nun, dann werden wir wohl warten müssen, bis jemand uns handelt. Sind wir allein im Büro jetzt, oder? Bisher ja, genau. Kiaras? Warten wir hier oder beim Schiff? Vielleicht sollten wir zum Proviantmeister gehen. Mit diesem Vertrag. Und uns die Tränke aushändigen lassen und verschwinden. Ihr könnt beide mal Sinnenschärfe auf Sicht würfeln. Ja. Nicht erschwert, weil das ist gar nicht so schwer zu übersehen. Und ihr könnt erkennen, während ihr euch anseht, wie aus euren Nasen Blut läuft. Aus beiden Nasen. Lasst uns gehen. Ja, ich nehme den Vertrag. Und wir verlassen das. Die Stube. Als ihr draußen auf den Flur tretet, könnt ihr wohl noch hören, wie sich dort Männer unterhalten. Drei an der Zahl. Die anderen beiden Stimmen erkennt ihr. Das ist wohl der eine Admiral, der sich gerade mit Achsenbrecher unterhalten hat. Den Akzent passt hier überhaupt nicht rein. Er kommt wohl irgendwo aus der Richter Kosch. Irgendwo dahin gehört dieser Akzent, was auch immer diesen Mann hergetragen hat. Aber die andere Stimme ist ganz und gar nicht menschlich. Auch wenn sie Gareti spricht. Und ihr könnt spüren, wie das Blut in euren Kopf steigt. Ihr rote Gesichter bekommt, die ja sehr warm werden. Weiteres Blut, was euch aus der Nase herausläuft. In welche Richtung geht es hinaus? Es gibt hier, wie gesagt, einen großen Gang mit relativ breiten Gängen. Es gibt einmal den Weg nach rechts, aus der ihr gekommen seid. Und ihr könntet auch nach links gehen. Das ist so eine typische Kasernenstruktur. Ganz normale Bauart und Weise. Du wüsstest dann auch, wie man aus solchen Gebäuden wieder herauskommt. Abel mir auch. Gibt dann eben auf der... es gibt in der Mitte einen Eingang. Ich kann das hier gerade mal anzeigen. Ihr seid gerade... Hier irgendwo in dem Gebäude seid ihr drin. Es gibt hier einen Eingang, das ist so ein Haupteingang. Und hier gibt es dann kleinere Türen, die dann abzweigen. Und von hier kommen dann ungefähr diese Stimmen. Wobei, wie gesagt, diese eine unglaublich brutal klingt und aus den Niederhöllen wohl selbst stammt. Ich tippe Kiras mal an und deut nach links. Es gibt eine Dämonenarche direkt vor dem Hafen. Gehen wir in die andere Richtung. Und damit könnt ihr den Personen entfliehen. Weitere Kammergardisten um euch herum, die euch vielleicht noch ein bisschen nachschauen, geht ihr durch diesen Hintereingang. Verlasst mit dem Vertrag das Gebäude und steht dann im Innenhof der kleinen Kriegsgarnison, des kleinen Kriegshafens. Vor euch könnt ihr einige Marus erkennen, riesige Krokodilswesen, die euch einige Zentimeter überragen, wohl zwei Köpfe größer sind als ihr und die mit ihren schweren, Säbeln in der Hand am Boden schleifend durch den Sand gehen und hier patrouillieren. Und eine weitere Kreatur, die hier wie ein Hund angebunden steht, ein säuretriefender Zand, blutverschmiert, der euch anschaut. Der war eben noch nicht da. Und schnell verschwinden. Zu eurer meisten Beunruhigung könnt ihr jetzt auch erkennen, wie sich das Wasser direkt am Kriegshafen rot verfärbt hat und wie ein Quellenursprung sich jetzt hier von diesem Kriegshafen ausbreitet und weiter in Richtung offene See treibt, ausblutet, was auch immer hier blutet, aber das Wasser hat sich rot verfärbt. Ohne Grund.
Selbstverständlich tue ich immer nur so, als wenn ich genau hier gehöre. Sehe ich irgendwo auch menschliche Garden? Ja, Kamortgardisten. Du weißt nicht genau. Als die Markus? Ja, die laufen hier überall rum. Also du kannst dann einige Entfernungen, ich sag einfach mal 10, 20 Meter von dir entfernt, stehen dann 5, 6 Kamortgardisten, die sich hier gerade unterhalten und wohl einige fiese Scherze gerade machen, ja, wie Kamortgardisten das eben tun. Dann gehe ich doch zu denen. Und dann habe ich sie aufgeschlitzt. Ja, direkt vom Bauch hoch und dann die Geweide sind ausgequollen. Guter Witz. Kannst du an sie herantreten. Ha, wirklich gut. Ah, Männer. Er sagt, ich brauche kurz Hilfe. Ja, was können wir für dich tun? Ja, ich habe mit dem Admiral einen Vertrag gemacht. Aber er ist beschäftigt. Wo muss ich hingehen, um Gift austeilen zu lassen? Gift? Ja, wahrscheinlich unten in der Garnison. Da haben wir im Kellergeschoss haben wir den Lagerraum. Da wird dann. Gibt's da einen Vormann, mit dem ich reden muss? Ja, gibt's sicherlich. Musst du mal mit Xaphairon sprechen. Ich glaube, der hat gerade Dienst. Gehst du da in das Gebäude rein, die Wachstube. Da. Deutet dann mit seinem Streitkolben, bluttriefend wie er ist, deutet er dann auf den Eingang von einer anderen Stube. Ja, wo du dann eben hingehen könntest. Saphiro. Na, danke. Oh, gehen wir rein. Genau. Ja, wenn ihr dann an der Wachstube eintretet, könnt ihr dann vor euch erkennen, ein kleiner Tresen, der hier aufgebaut ist. Dahinter sitzt einer, mehrere Wachmänner. Es ist tatsächlich genau der identische Aufbau, wie er euch auch in Pericum erwartet hat. Mit Waffenkammer, Vorräten, Küche, Archiv und dann unten die Zellen. Also es ist genau die gleiche Bauart und Weise, die hier wohl im Mittelreich vertreten ist, beziehungsweise die Kamortgardisten sind halt auch irgendwie nur Mittelreicher oder Tobrier, die irgendwann mal gefallen sind. Ja, was kann ich für euch tun? Piratengesindel. Na, wir haben einen Vertrag mit dem Admiral gemacht. Wenn wir hierhin kommen, um die Waren ausgehändigt zu kriegen. Na, dann zeig mal dein Papier. Ja, da. Alles klar, dann kommt mal mit. Ja, er steckt das Papier ein, faltet das noch einmal, guckt noch ein zweites Mal drauf und öffnet dann so ein kleines Holzbrett, damit ihr dann eben dahinter in die Wachstube eintreten könnt. Vor euch, neben euch könnt ihr noch ein paar weitere Gardisten erkennen, die hier wohl auch gerade würfeln, wie das eben Leute so machen. Und er geht dann mit euch über das Erdgeschoss in Richtung einer Treppe und könntet dann die Treppe runter in einen Lagerraum gehen, der dann aufschließt mit einem großen Schlüssel, klickt mehrere Mal und dann kann er euch dort dann ein großes Fass geben. Beziehungsweise er öffnet das einmal, holt sich so eine kleine Kiste heraus, die er dann nach und nach befüllt, schaut nochmal auf den Zettel, den er da hat und 12 Ampullen wechseln dann in dieses kleine Kästchen aus Holz, was er euch dann übergibt. Ich würde es an mich nehmen, als Untergebener.